Lie. Muto inat. Lie. Muto leato. Aki fadero. Tojirea doku. Della tirata to the line. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Monster Hunter Part mit mir, dem Shining und dem Kai. Hallo. Es gibt ein neues Update bzw. ein neues DLC. Da sind zwei erhobene Drachenälteste und dieses Monster dazu. Du möchtest mir unbedingt was geben. Ja, ich habe zu viel genommen. Mann, du Gierschlund. Ja, und an dieser Stelle die heutigen Fotos. Kai, vergiss nicht, welche zu machen. die heutigen Fotos, ihr entscheidet natürlich wie immer, wer gewinnt. Und wir sehen uns dann jetzt bei Monster. So, Leute, da hinten könnt ihr den Chaos Gurumagala sehen. Ich warte auf den Kai, der bringt ein anderes Lebewesen mit. Oder du jagst ihn direkt zu ihm. Funktioniert auch. Ich hätte ihn jetzt da runtergezogen. Da unten haben wir dann auch die Sternkäfer. Hallo Chaos Gurumagala. Es ist tatsächlich ein neues Monster, weil es eine Fusion aus dem Shagaho und dem normalen Gure ist. Na, komm mit. Jetzt hab ich dich. Komm mit, Dickerchen. Jetzt habe ich dich getriggert, jetzt kommst du auch mit mir mit. Ich hoffe, dass er dieselben Schwächen hat wie seine Vorgänger. Hallo Tsunoko. Schön, dich kennenzulernen. Ja, Tsunoko ist es nicht, der geritten werden will zuerst. Doch, er ist es. Schack. Wie ist meine Donnerfaust? Denkst du, das juckt mich? Aber solange du den verbrüst, kann ich mir meine Rationen reinpfeifen und meine Ausdauer auffüllen. Da kommt noch ein Besucher. Da kommt der Luna. Das geht mit mir konform, was ich vorhabe. Ja, das klingt nicht nach Haus. Das ist nett. Hausschuppen. Ich habe ihn jetzt nicht ernsthaft nicht getroffen, obwohl ich gegen ihn geschleudert habe, oder? Komm, jetzt mach den Luna reitbar. Stoppt euch! Danke! Ja. Nirgendwo macht das schon. Wir wollen ja auch sein Material haben. Tsunoko, hör auf mich zu verkloppen! Der Tsunoko und der Luna kriegen geile Revierkämpfe, wenn man die 1 gegen 1 zieht. Hm? Ich habe ein paar davon schon gesehen. Das gibt irre geile Fotos immer. So, einfach auch nochmal sicher gehen. Jetzt wird verdroschen. Einfach perfekt, dass der Luna gerade kam. Konnten wir alle drei nutzen. Der Schweif gehört ganz allein dir. Ja, ich bin ja gerade auf der falschen Seite vom Monster. Weil ich kann den abtrennen, aber ich habe Schwierigkeiten dabei. Ich sehe leider nicht, wo ich stehe. Jetzt so viel los. Ich bin dankbar für meinen Schild. Nein, ich will das nicht. Wenn du die Käfer auflädst, ich hab eine Marionette. Ich hab eine Puppenspinne mit. Warte, ich muss erst blocken. Einen Käfer habe ich schon aufgeladen.
Jetzt habe ich beide aufgeladen. Ich hab Strafen, ich hab jetzt. Ja, Chaos Schuppen. Ich konzentriere mich auf Kopf. Wie, ich hab den Megaschuss gerade nicht bereit. Bleib mal von mir so stehen. Ach, nee, ich bin nicht. Weil ich Kugelsperrfeuer gerade aktiviert habe. Ich bin damit ausgewichen. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ja, Leute, wie immer habe ich Großraum. Das ist auch immer sehr nett. Ich habe übrigens auch mittlerweile eine neue Deko-Rüstung an, falls ihr es sehen könnt. Nämlich die von dem Flammen-Espinas. Die war nämlich mega cool. Deswegen habe ich sie mir gegönnt. Wie gesagt, die Deko-Rüstung, nicht die richtige Rüstung. Das vergessen ganz viele, dass es die Deko-Rüstung gibt. Ja, komm, einen Schritt näher. Magst du da rein? Ah. Oh, dann hier hinten hin und weiter Teile. Und hast du das gesehen? Er liegt. Au. Aua, meine Ohren. Aua. Auf rechts, komm. Ich hab gehört, du fliegst auch? Ich bin verwirrt. Ich hab mich abgefallen. Nein, ich bin buchstäblich gerade verwirrt. Ich hab Sterne gesehen. Nee, ich hab's gesehen. Ich wollte dich noch retten, aber ich bin nicht mehr ran. Ich bin dran gekommen. Hier, knuddel mit meinem Knallkrötenfrosch. Kusche mit ihm. Jetzt spreng ich dir das weg. Man sieht, ich habe es sehr gut weggesprengt. Ciao. Wir sind kleine Freunde. Los, Attacke. Ich habe nicht gerade explosive Viecher gegen ihn geschleudert. Doch, das habe ich gesehen. Die armen kleinen Tiere. Wie kannst du nur? Ach, Noah, das war doch nicht so gemeint. Ich habe den Schlammkäfer immer bei mir. Wer hat ihn jetzt die Donnerpest gegeben? Ich glaube, das war eine Katze und Stolperschocker. Weißt du, wofür benutze ich denn den Schlammkäfer, wenn ihr das wieder wegmacht? Nicht zu Boden. Ich gehe jetzt mal langsam ab hier. Schild! Ja, jetzt kommen die Fotos. Jetzt ist der Energy. Fototime! Au. Ich muss auf die andere Seite. Das ist das Schöne, wenn er mich im Target hat, kann ich gute Fotos machen, wenn ich vor ihm stehe. Er ist mit Stein im Weg. Ab Foto Nummer 1. Foto Nummer 2. Doch, das war, was ich jetzt fotografiert habe, war nur eine lila Kuh, die auf mich zu da hast. Ich warte auf den Mega-Angriff. Ich beobachte jetzt erstmal für das letzte Foto. Aua. Ich hab getroffen. Muss hier. Schluck den da.
Kannst du dich mal von ihm packen lassen? Das wäre bestimmt ein wunderbares Foto. Mach doch selber. Nein, ich will ja das Foto haben. Nein, 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 nein! Falsche Taste! Okay, ich habe meine drei Fotos. Ich habe mein drittes Foto zu früh gemacht. Ich auch. Hast du auch schon so eine lila, große lila Wolke? Die Explosion wäre schöner gewesen. Ich weiß nicht, ich habe die Explosion, aber es ist halt nur die Explosion einer großen lila Wolke. Ach, ich habe ihn in der Wolke selber drin. Also man sieht ihn bei mir. Weißt du, was es gibt? Das Schlimmste ist für einen Lanzenspieler, wenn er gerade keine Munition hat. Platz da rein! Ich weiß, dass es bei dir funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wann es funktioniert, aber es funktioniert bei dir. Wie das nicht? Illegal. Ich weiß, dass das Leben Staub gewastet ist, Leute. Das weiß ich, das muss mir keiner von euch erzählen. Ja, der mag kein Feuer. Ich will jetzt langsam bitte mal von meinem Schwanz trennen. So, jetzt habe ich meine Eruptionskanone auf jeden Fall schon mal rausgehauen. Hilfe. Also gut, dass wir kein drittes Foto mehr machen kann. Wer bin ich? Och man, davon hätte ich gern ein Foto gehabt. Wie zum Geier soll ich dich retten? Hier. Wie stellst du dir das vor? Vorsraum hier hin. Achso, du meinst vom Leben her. Und ja, du hast deinen Job erledigt. Jetzt kannst du mir meinen Job helfen. Schon die ganze Zeit. Nein, nein. Oh, Nullbeeren noch rechtzeitig geschluckt. Ich muss gleich neue Nullbeeren holen. Oh, da bin ich nicht weiter reingegangen. Das war das falsche Objekt, was ich treffen wollte. Schild noch benutzt. Ja, 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 ja! Okay, raus aus dem Wutmodus. Ich hoffe, ich habe dich nicht weggesprengt. Nö. Mich wegzusprengen. Danke für den Stolperschocker hier. Nee, warte, das ist eine Schockfalle. Das dürfte deine Katze gewesen sein. Ja, ich habe ja die Fallenkatze. So Leute, ich habe jetzt noch mal eben kurz Käfer und so weiter alles eingesammelt, weil alles wieder da ist. Was hältst du davon, wenn wir mal eben eine Pfeilgrube benutzen und dann richtig schön auf den Kopf preschen? Gehst du damit konform, Kai? Ja. Brauchst du nur eine Sekunde, um meine Landung aufzumachen. Okay, der hüpft da einfach raus. Der hat die Pfeilgrube. Schön, dass wir das geklärt haben. Okay. Dann kommen wenigstens in die Schockfalle rein. Danke. Danke, dass du wenigstens das gönnst. In deine Visage. Weißt du nicht, was ist kaputt, was kaputt gegangen ist? Ich meine, der Kopf ist gerade kaputt gegangen, als ich den Speer da reingesammelt habe. Ja, das Gorohorn, der Fühler ist hinüber. Jetzt hau nicht wieder ab! Doch. Bin doch gerade erst hergekommen. Kannst du nicht noch irgendwelche Speerlinge rumfliegen? Hat funktioniert und ich habe ihn dabei irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist. Ich habe Knallkröten in Bombatschis gehabt. Und das hat super funktioniert. Och, der ist schon fangbereit.
Ich habe keine Falle mehr. Du musst Falle aufstellen. Ich habe keine mehr. Da bleibst du dran. Hast du toll gemacht, Kai. Bin stolz auf dich. Aber schön. Und mal ohne zu sterben. Wer war in der M6-Quest, Leute, falls es euch irgendwie interessiert? Ja, Leute, das war das DLC. Soweit wir das wissen, gibt es jetzt kein weiteres Monster, zumindest kein normales. Es gibt noch die erhobenen Drachenältesten, aber ganz ehrlich, das ist wie mit den erhobenen Camellios. Das sind einfach nur Kopien von dem vorherigen, nur dass die ja auch noch Anomalie drauf haben. Und das ist für uns nicht wert, noch eine Folge für zu machen. Habe ich die separate Platte bekommen? Ja, ich habe die Gegensatzschuppe bekommen durch die Glückskrähe. Mich nicht. Heute hattest du mal mehr Glück. Ja, ich habe Kais Glück gefuttert. Falls es doch noch ein anderes Monster gibt, was ich bezweifle, dann seht ihr es jetzt hier geschrieben. Aber ansonsten sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.